Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr hört vielleicht schon oder seht es auch, ich bin woanders und ich habe auch eine neue Kamera. Und ich stehe gerade in meiner ersten eigenen Wohnung, deswegen halt es hier auch so, weil hier ist noch nichts drin. Die ist auch noch nicht fertig renoviert, also da wird noch ein kleines bisschen was gemacht. Ich bekomme jetzt in einer Woche den Schlüssel und bis dahin ist noch einiges zu tun. Deswegen gibt es aber heute schon mal für euch eine leere Roomtour oder eine leere Wohnungstour. Ich habe mir gedacht, das ist vielleicht ganz interessant für euch, schon mal zu sehen, wie meine Wohnung aussieht, wenn sie leer ist, weil ich werde euch mit dem Ganzen mitnehmen. Ich habe euch schon in meinen Videos gefragt, ob ihr das sehen wollt. Ihr wart alle mega begeistert davon. Deswegen werde ich versuchen, so viel wie möglich mitzunehmen, weil es für mich auch eine sehr, sehr große, neue Erfahrung ist. Das ist, wie gesagt, meine erste. Und kurz dazu, die hat zwei Zimmer und ja, ist eigentlich genauso, wie ich sie wollte. Und ich werde euch jetzt mal das Ganze zeigen. Und wir fangen mal im Wohnzimmer an. Ich stehe jetzt hier vor dem Fenster und mich können einfach alle Leute sehen. Deswegen zeige ich euch jetzt mal die Wohnung. Also, ich filme jetzt vom Fenster weg, damit man hier nicht rausgucken kann. Sonst seht ihr da, wo ich wohne. Das ist der größte Raum. Da ist der Balkon, der muss auch noch sauber gemacht werden. Und hinter mir sind zwei große Fenster. Die werde ich euch jetzt, wie gesagt, nicht zeigen, weil da noch nichts vorhängt. Und genau, das ist jetzt hier, wie gesagt, das Wohnzimmer. Ich hoffe, die Akustik ist okay, aber es ist halt super, super leer hier, wie man sieht. Und hier haben sie gerade das alles auch mal frisch gestrichen. Hier sind auch neue Türen drin. Finde ich ganz hübsch. Also sehr cool. Dann hat man hier, wie gesagt, das Wohnzimmer. Da ist das Schlafzimmer. Genau, hier gehen wir jetzt mal rein. Hier haben wir einen Heizkörper und eine Badewanne, die für mich eigentlich total unnötig ist, weil ich nicht bade. Also ich dusche ja nur. Und ja, die muss ich auch noch sauber machen. Die ist jetzt von dem ganzen, von den Bauarbeiten hier und von der Renovierung noch dreckig. Dann Waschbecken und hier sind auch neue Fliesen drin. Aber es ist halt alles super dreckig, weil die Bauarbeiter noch hier zugange sind. Und ja, das Klo. Total interessant. Hier schon ganz cool, habe ich so einen Handtuchhaken. Auch nicht schlecht. Da wird auf jeden Fall ein Spiegel hinkommen, so ein Spiegelschrank. Hier kann ich mich austoben mit Kosmetikprodukten oder beziehungsweise mit Pflegeprodukten. Und da wird auf jeden Fall mein Duschgedöns stehen. Und hier kommt die Waschmaschine hin. Das war mir ganz wichtig, dass ich eine in meiner Wohnung habe, dass ich nicht immer auch im Winter dann vielleicht 4 Stockwerke runterlaufen muss in der Kälte und dann den Waschraum da unten. Das finde ich auf jeden Fall ganz gut. Genau, und da habe ich auch dann den Anschluss hier, Wasser und Abwasser. Und dann gehen wir hier weiter ins Schlafzimmer. Genau, das ist hier der kleinste Raum, also der kleinere von den beiden Zimmern. Hier hat man auch direkt einen Blick auf den Balkon. Also ist auf jeden Fall ganz cool, da kann ich bestimmt was pflanzen. Und hier überlege ich noch, also hier möchte ich eine große Schrankwand machen. Also wirklich, dass hier mein Schrank noch vergrößert wird, dass ich meine ganzen Klamotten reinbekomme. Das muss ich auch gleich noch ausmessen. Deswegen bin ich auch in der Wohnung, weil ich noch messen muss. Hier habe ich überlegt, stelle ich wahrscheinlich mein Bett hin. Ich bin aber noch nicht sicher, wo ich das am besten hinstellen soll. Eigentlich wollte ich es gerne hier hinstellen und dann ist mir aufgefallen, dass das ja hier keine durchgehende Wand ist. Ja, wenn ihr Tipps habt, könnt ihr mir die gerne schreiben, wie ihr das machen würdet, weil ich will so ein großes Bett, das einen Durchmesser hat von 1,40, also Breite 1,40. Und ich finde den Boden auch sehr schön hier. Gefällt mir mega gut. So, und jetzt gehen wir in den nächsten Raum. Hier ist der Flur nochmal. Also hier habe ich mir gedacht, dass ich zum Beispiel hier einen Schuhschrank hinmachen kann. Und ja, hier wollte ich irgendwas vorhängen. Das ist hier der Stromkasten oder was auch immer, das ist auf jeden Fall nicht schön. Da wollte ich vielleicht ein Bild dann vorhängen und hier möchte ich so einen Schuhschrank hinmachen und hier vielleicht noch irgendwie so einen kleinen Flurschrank. Und ich habe mir gedacht, hier könnte man noch gut so einen Ganzkörperspiegel aufhängen. Und hier hinter, also hier ist gleich die Küche. Total praktisch ist so ein Wandschrank, so eine Abstellkammer. Jetzt nicht besonders fancy oder schön, aber das soll ja auch nicht irgendwie schön jetzt aussehen, sondern nur seinen Zweck erfüllen. Und da werde ich dann, ja, Staubsauger vielleicht und Lampen. Also meine Videolampen kann ich hier ganz gut reinstellen, dann stehen die mir nicht immer im Weg rum. Da oben ist auch nochmal so ein Fach, das ist super praktisch. Und jetzt kommen wir mal in die Küche. Die Küche ist auf jeden Fall klein, aber fein. Die bin ich auch nur gerade am Vermessen. Die muss ich jetzt noch bestellen. Da hatte ich euch auf Instagram schon erzählt, dass es ein mega Problem ist mit den 12 Wochen Lieferzeit. Ich ziehe ja schon quasi nächste Woche hier offiziell ein. Wundert euch nicht, hier ist noch nicht alles fertig. Aber ja. Hier kommt auf jeden Fall, also ich habe mir gedacht, hier kommt eine Küchenzeile hin. Durchgehend, ich werde jetzt hier keine Überbrückung machen. Ich hatte erst überlegt, ob ich so ein U mache, aber es ist einfach zu kompliziert und auch zu teuer dann am Ende. Und dann kommt hier nochmal ein Stück hin und hier wird der Kühlschrank stehen. Und da habe ich mir schon einen ausgesucht. Ihr werdet wahrscheinlich, also ich glaube, die Hälfte von euch wird abkotzen, die andere Hälfte wird sagen, cool.
Und ja, das ist dann so mein Plan hier in der Küche. Genau, und dann stehen wir wieder hier am Flur, im Flur. Und ich bin auch froh, dass ich hier eine Tür, also die gleiche Tür habe wie im Wohnzimmer. Ich finde die echt schön. Es ist so, es ist nicht ganz dunkel dann hier im Flur. Ist auch recht praktisch und ja. Ihr könnt mir gerne Videowünsche hinterlassen. Also ich hoffe, ihr hört mich. Es heilt hier einfach total. Aber das wird sich ja bald ändern. Also hier wird auf jeden Fall jetzt im Wohnzimmer ein, ich stehe gerade im Wohnzimmer oder am Flur. Also hier will ich ein Sofa haben. Dann wollte ich hier ganz gerne, das kann ich euch nochmal zeigen, eine Essecke machen. Also hier kommt so eine Essecke hin. Und hier kommt dann irgendwie so eine Kommode hin. Hier ist ja für Telefon der Anschluss. Und hier ist leider der Fernsehanschluss. Ich wollte eigentlich das andersrum haben. Eigentlich wollte ich hier die Couch hinstellen. Aber jetzt muss ich ein bisschen umdenken, weil ich habe keine Lust, Kabel zu verlegen. Deswegen wird hier so eine Fernsehwand, Schrank, Dingsbums, Ecke hinkommen. Und hier neben dem Balkon wird dann das Sofa hinkommen. Also so in dem Bereich. Muss ich mal schauen. Genau, hier Essecke. Hier wollte ich auch irgendwo ein Bücherregal hinstellen, da überlege ich auch noch, wie ich das halt am besten dann machen kann. Videowünsche auf jeden Fall in die Kommentare. Also ich werde auf jeden Fall zu Ikea natürlich bald fahren und dort einiges shoppen. Muss ich ja. Ich werde aber versuchen, so viel wie möglich von zu Hause mitzunehmen. Also wirklich, mein Schrank kommt mit, mein Bett kommt nicht mit. Das ist auch schon so alt. Also wirklich, das ist so, so, so alt. Ich möchte ein bisschen, also ich möchte ein größeres haben. Und meine Kommoden nehme ich mit. Also ich versuche schon einiges mitzunehmen, aber ich möchte natürlich auch alles ein bisschen neu gestalten. Wenn ihr Tipps habt wegen Küche, wegen Wohnzimmer, wegen allem, Couch, wo habt ihr eure Couch bestellt, immer her damit in die Kommentare. Und ja, zu Ikea versuche ich euch auch mitzunehmen, deswegen habe ich jetzt extra eine Vlogging-Cam und sogar ein Stativ, also richtig professionell. Aber ich bin noch nicht so ganz in diesem Vlogging-Game, aber das kommt noch. Das war jetzt meine Wohnung und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Vielleicht mit schon einem Wohnungsvideo. Und ja, bis dann, tschüss.